Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute machen wir was ganz Besonderes. Was ganz Besonderes? Das sagt sie doch jedes Mal. Jetzt werden wir ihn erstmal verladen und dann schauen wir mal, wie der Tag heute wird. Also draußen ist es ja viel spannender, als das Video zu drehen. Ich muss außerdem noch das Unkraut von meiner Terrasse zupfen. Naja, okay. Das kann ich ja sonst auch später machen. Jetzt putzt sie mich hoffentlich erstmal. Seit wann putzt du Gollum hier? Das ist wirklich komisch. Ich putze ihn immer da, wo es halt passt gerade. Immer woanders. Hier sieht der Boden auch so komisch aus. Im Fellwechsel mag Gollum das immer richtig gerne geputzt zu werden. Nicht so viel reden. Mehr putzen. Rausgehen. Am liebsten würde ich den einfach einmal komplett scheren. Ich hoffe, das war ein Scherz. Ihh, Leute, er hat hier einfach an seinem Mund eine fette Spinne. Wie eklig ist das denn bitte? Weg! Ey, das ist mein Mitbewohner. Hab keine Angst. Ich hab doch keine Angst. So, wo ich die Einzige bin, die Angst hat? Ja, ne? Richtig erkannt. Schön dein Gesicht. Mach ihm mal so einen Mittelscheitel, Manfred. Das können wir auch mal bei dir machen. Geht nicht. Er hat viel zu wenig Shops. Ach, so ist auch gut. Ja, so ist super. Super schön, Gollum, ne? Hallo? Danke, Hella. Heute hast du dich nicht so eingesaut. Richtig gut, Gollum. Hella, da ist einfach nichts mehr dreckig. Aber er mag das ja auch, geputzt zu werden. Ich glaube nicht. Doch, er mag das gerne. Tja, Tom, du bist einfach nur neidisch, dass Hella mehr Zeit mit mir verbringt als mit dir. Wo? Es langt. Es reicht. Und jetzt mache ich nochmal eben den Schweif in die Mähne. Hast du die gerade erst geschnitten? Die sieht so clean aus. Ja, ich habe die letzte Woche geschnitten. Das sieht aus, als wäre ein professioneller Friseur da gewesen. Ich glaube gar nicht, dass du das warst. Echt? Ich war das aber. Er hat schon richtig graue Haare, wie so ein alter Opa irgendwie. Ey! Hallo? Das darfst du ihm nicht sagen. Du musst ihm jetzt hier die Ohren zuhalten. Ich habe noch ein zweites Ohr, mit dem ich euch hören kann. Volljährig? Ja. Wow. Na Gollum? Was heißt das bei Pferden? Schon älter. Ich will es nicht so sagen, weil er ist immer noch ein junger Hüpfer. Immerhin noch jünger als ihr beide. Junger Hüpfer. Man ist nur so alt, wie man sich fühlt. Man ist nur so alt, wie man sich fühlt, Gollum. Aber das ist wirklich krass. Wie schnell ist das jetzt gegangen, dass er jetzt einfach schon 18 ist? Ich meine, so. Ich habe ihn seitdem er 8 ist. Hopp, hopp, hopp. 10 Jahre schon. Er liebt mich. Ja, ist ja gut. Aber nicht, dass meine Kumpels das da hinten sehen. 10 Jahre bei der gleichen Besitzerin. Hella, komm in die Puschen. Er will hier noch gekrault werden. Was ist mit seiner Lippe los? Schau mal, er mag das richtig gerne. Ah, das ist so angenehm. Ich muss den Schweif echt mal wieder waschen, aber das mache ich heute nicht mehr. Du putzt jetzt halt diesen Fake-Schweif. Ja, ist doch das schön. Das ist irgendwie komisch. Dann habe ich jetzt richtig mal was zum Bürsten. Und das ist jetzt kein Fake-Schweif mehr, das ist sein normaler Schweif. Nein. Ja, also es sind ein paar Fake-Strähnen mit bei, aber es ist jetzt einfach sein echter Schweif. Fühlt sich auf jeden Fall auch wie mein echter an. Ich habe mich jetzt halt auch schon so dran gewöhnt, ich kann mir jetzt gar nicht mehr vorstellen, dass Gollum so einen mega dünnen Schweif hatte. Also die werden jetzt bis zu seinem Rest des Lebens drin bleiben. Das ist mir eigentlich so egal. Ich nehme dir jetzt Hallo! Die Bürste ab. Du hast ein Haar rausgerissen, du Ratte! Du musst das ganz nein, vorsichtig machen. Nein, einfach gar nicht. Klappe zu. Hey, was macht sie an meinem Po? Hier ist nichts mit Ausruhen. Huch, was hat sie denn vor? Warum fahren wir denn jetzt mit dem Hänger los? Sie hat mich doch hier geputzt. Ich dachte, wir gehen spazieren. Zeig, was du gelernt hast. Du kannst das. Du schaffst das. Blitzmerker. Es macht einfach Spaß, Hella jedes Mal aufs Neue zu ärgern. Wir sind da. Wir sind angekommen. Leider habe ich den Springsattel nicht dabei, aber es sind so viele coole Sprünge aufgebaut. Am liebsten würde ich jetzt springen. Aber egal, wir reiten jetzt Dressur. Ja, lieben wir. Gollum, wie war die Fahrt? Ich sag mal so, ich hab's überlebt. Heute ist Tag der offenen Tür. Wir sind beide sehr motiviert, jetzt Dressur zu reiten. Hella, ja. Dir selbst kannst du das einreden. Ich bin ehrlich gesagt nicht so motiviert. Geputzt habe ich ihn ja schon zu Hause. Und jetzt zeige ich euch mal das schöne Set, was ich heute mitgenommen habe. Diese Hammer-Glitzer-Schabracke. Ist die nicht schön, Gollum? Warum denn immer so Mädchenfarben? Ich glaube, die Bandage mache ich heute nicht dran, weil es einfach zu heiß ist. Ich hätte die zwar dabei, aber es ist einfach zu warm. Also das hält ja keiner aus. Also irgendwie ist er mega dreckig. Gott sei Dank habe ich den Putzkoffer noch mitgenommen. Kann ich ihn jetzt einfach nochmal putzen. Du putzt immer nur die Stellen, die schon sauber sind, Hella. Du musst mal effizienter putzen. Du kannst mich heute sonst auch einfach nur putzen. Ist eh viel zu warm zum Arbeiten. Rosa. Wow. Nee, lila. Rosa. So schön.
schön. Finde ich, steht ihm richtig gut. Aber die Glocken mache ich jetzt wenigstens. Jetzt hat sie auch noch die passenden Hufschoner dazu. Ich glaub's einfach nicht. So, ich dachte jetzt so wie so eine Kuh mit einer Glocke hier vorne. Ja, genau. Ding dong, ding dong. Zum Glück sind wir wenigstens weggefahren, damit meine Kumpels mich nicht so sehen. Oder sieht das komisch aus? Ja, total komisch. Was an die Beine zu machen. Hella, ich glaube, sie juckt auch keinen. Naja, wenigstens schmeckt der Hänger gut. Njam. So, als nächstes ziehe ich mir meine eigenen Stiefel an. Mir ist es eigentlich heute alles viel zu warm. Es sind eigentlich nur 19 Grad, aber es fühlt sich an wie 30 Grad, weil man einfach in Deutschland ist und sonst ist immer nur Regen. Und dann fühlt es sich einfach so mega... Boah, Hella, hast du noch was zu essen für mich? Okay, ich glaube, sie muss erst ihre Schuhe zumachen. Oh, das Silbermetallstück schmeckt ja noch besser. Na toll, jetzt muss ich erstmal meine ganzen Schnüre hier wieder richtig machen. Wieso machst du die ganz ab? Die sind doch oben schon richtig. Nein, schon mal. Da unten. Dass du überhaupt jetzt solche Stiefel zum Schnüren hast. Also ich finde die mega, mega schön und richtig cool. Aber das ist immer ein bisschen nervig, das hier dann immer jedes Mal wieder dran zu machen. Es gibt halt so Leute, die können das richtig schnell. Ich gehöre halt nicht dazu. Und dann gibt's Hella. Ich bin so müde und langweil mich. Du brauchst ja ewig. Jetzt muss ich mir nur noch einen Zopf machen. Mütze auf und ab geht die Post. Helm auf. Und ich zeige euch jetzt mal meine neue Trense. Das ist eigentlich eine Springtrense, aber ich nehme die jetzt einfach zum Dressurreiten, weil die so schön ist. Und die wollte ich euch einfach mal zeigen. Ist die hier kaputt oder gehört das? Das ist ein mexikanisches Reithalfter. Nee, das gehört so. Ja. Das ist einfach nur so ein Fell quasi. Richtig schön weich und flauschig. Was man halt auch eben so braucht bei diesen Temperaturen. Ja, flauschig und warm. Wenn es hier in diesem Tempo weitergeht, schlafe ich wirklich gleich ein. Okay, Gollum ist sehr motiviert. Er will schon direkt zum Platz gehen. Er geht wirklich schon mal los. So, warte, Gollum. Er will das halt auch immer nicht. Nee, nicht im Gesicht. Das ist wirklich sauber, ganz sauber. Schaut mal die schöne Bürste an. Die habe ich von einem von euch bekommen. Da steht einfach Hella Gabba drauf. Spricht ihr jetzt Spanisch, weil er eine mexikanische Trense aufhat? Ja. Hola, hombre. Du kannst gerne mal mit ihm Spanisch reden. Hablas español. Sehr witzig, Tom. Ich bin froh, dass ich wenigstens verstehe, was ihr hier plappert. ¿Cómo estás? Muy bien, y tú? Ich verstehe mehr, als ihr denkt. ¿Quieres algo a beber? Jetzt reicht es aber mal für heute. Okay, Tom, jetzt kannst du ja schon mal Gollum ein bisschen Schritt führen. Wieso ich? Und was machst du in der Zeit? Ich baue mir noch Stangen auf. Genau. Mindestens Stangen. Ja, ist klar. Ja. Jetzt müssen wir beide wieder spazieren gehen hier, ne? Ich bin jetzt auch nicht besonders glücklich über meine Lage. Immerhin muss ich ja auch mit dir spazieren gehen. Ich könnte mich mit dir unterhalten. Boah, das wäre ja mal cool. Dann hätte ich auch mal ein Mitspracherecht. Aber ein bisschen Schritt zulegen könntest du schon mal. Immer mit der Ruhe. Ich habe halt auch vier Beine, die ich bewegen muss. Guck mal, Gollum. Siehst du das? Ein Babypferd. Ach, ist das süß. Vor 18 Jahren war ich auch mal so klein. Ein Babypferd. Willst du nicht auch noch ein Baby? Also das ist jetzt eine komische Frage. Weißt du denn nicht mehr, dass ich ein Junge bin? Hella, nicht Fohlen gucken, ja. Du sollst hier aufbauen. Du kannst jetzt weiterführen. Er schläft halt fest ein. Ich glaube, er hat heute gar keine Motivation auf Dressur. Aber oder wir bleiben hier einfach genau so stehen. Naja, wir müssen trotzdem. Wir ziehen das jetzt heute durch. Für diese drei Stangen sollte ich Gollum jetzt 5 Runden hier führen oder was? Das hätte ich auch in einer Sekunde hier hinlegen können. Achso, da vorne liegen auch noch welche. Okay, 1, 2, 3, 4. So sieht die Übung also aus. So, dann steige ich jetzt mal auf. Ist das dazu gedacht, um aufzusteigen? Nein, das ist einfach nur ein Zaun. Aber wir haben hier keinen Tritt. Ich hoffe mal, also dass der jetzt von hier so auf nicht kaputt geht. Ach Gott. Heute kommentiere ich hier mal unser Training. Also ich bin ja froh, dass Hella uns noch Stangen hingelegt hat. Dann ist es nicht ganz so langweilig und fast schon wie springen. Den Außengalopp kann ich auch mit links schaffen. Das ist ja nun wirklich keine Herausforderung mehr für mich. Baby, you get any high.
Und wenn ich jetzt einmal erstmal warm gelaufen bin und auf Hochtouren laufe, dann möchte ich auch abliefern. Und zwar so, dass Hella richtig stolz am Ende des Trainings auf mich sein kann. Hoppala, das mache ich aber nächste Runde besser. Es war richtig cool. Gollum hat heute richtig Spaß gemacht. Ich bin richtig stolz auf uns, dass wir das so durchgezogen haben und gut trainiert haben. Obwohl es so heiß war. Es ist heute eigentlich so ein Wetter, wo man am besten gar nichts macht oder nur spazieren geht. Ja, aber das war jetzt echt nochmal gut. Aber wir haben jetzt auch nicht lange gemacht. Ich glaube 20 Minuten. Und ich und Gollum, wir schwitzen beide. Also ich schwitze nicht. Ja, du standest ja auch nur. Du hast wahrscheinlich nur einen Sonnenbrand. Ja, das stimmt. Im Gesicht. Mein Bein juckt. Oh. Nee, doch nicht. Kann Pferde eigentlich auch einen Sonnenbrand kriegen? Ja, auf der Nase. Vor allen Dingen, wenn so Pferde so eine rosane Nase haben, dann kriegen die da öfter mal Sonnenbrand. Ach, wir können beide nicht mehr. Und die Fliegen stören schon wieder so, ne? Du hast doch jetzt so einen Wedel da hinten. Benutz den doch auch mal. Ja, aber fürs Gesicht ist ein bisschen schwierig. Der arme Junge, er kann keinen Schritt mehr gehen. Er kann nicht mehr. Wie so ein Hund am Schnüffeln da. Ja, muss noch die richtige Stelle finden, wo er sich hinlegen kann. Ich frage mich, wonach er das auswählt. Das ist doch wohl ganz klar. Ich suche die sauberste, weichste, sonnigste und vor allem die Fläche, die am geradesten ist. Ich muss ja auch irgendwie wieder hochkommen. Gar nicht so einfach, wenn man 500 Kilo wiegt. Oh, Hella, was hast du denn da Leckeres für mich? Meine Lieblingssüßigkeit. Ich möchte am liebsten reinbeißen, aber leider muss man es lecken. Aber wenn ich reinbeiße, dann kriege ich die meisten Stücke daraus. Gollum schmatz nicht so. Hey Tom, das sag ich dir nächstes Mal auch, wenn du deine Lieblingssüßigkeit isst. Auf jeden Fall verdient jetzt nach dem Training. So, und jetzt bräuen wir uns noch etwas. Das ist doch keine Couch, Hella, das ist ein Pferd. Das ist meine Couch. Eine lebendige Couch. Oh, so, ja Gollum, ich hole mir eben dein Halfter, das liegt nämlich noch da ganz. Ach Hella, lass dir Zeit. Ich bleib hier einfach liegen und genieße das Leben. Und jetzt wollen wir mal wieder aufstehen. Es ist immer so eklig, dieses Ding. Ey, gib den Leckstein wieder her. Ich war noch nicht fertig. Aber gut, manchmal ist es besser aufzuhören. Zu Hause gibt es bestimmt auch noch was Leckeres zu essen. Deswegen jetzt schnell ab nach Hause und hoffen, dass der Trog schön voll ist. Prima gemacht. Ich glaube, das haben wir auch noch nie in fremder Umgebung gemacht. Ah, aber es ist aufstehen. Ja jetzt auch nicht mehr so fremd. Guck mal seine Schnute an. Er hat einfach überall noch so braunes Zeug. Ja, es ist so eklig. Also Hella, den Leckstein musst du selber nehmen. Smile. Ich frage mich auch nach dem Sinn hinter diesem Kunststück. Egal, Hauptsache ich bekomme Leckerli. Prima. Prima. Gut. Merkst du selber, ne? Für Essen Hallo? Macht er alles. Ja, er macht das. Bestechung ist das. Smile. Mach doch jetzt mal Küsschen. Nee, nicht mit der Schnute. Gut. Prima. Smile. Gut. Ja, das okay. Ist eklig. So, dann geht's wieder ab in den Anhänger. Jetzt nach dem Reiten, da könntest du ihn mal putzen, weil jetzt ist er sandig. Ja. Aber vorm Reiten lohnt sich das nicht. Vielleicht dusche ich ihn gleich, es ist so warm. Das hast du ja noch gar nicht erwähnt. Ist es heute eigentlich warm, Hella? Ja, heute ist es echt warm. Los, zack, zack, schnell in den Hänger. Ab nach Hause. Da wartet hoffentlich ein voller Trog auf mich. Also Hella, ich habe mir jetzt überlegt, damit ich weiter filme, musst du mir auch Leckerlis füttern. Okay, was für Leckerlis? Eis. Okay, können wir gerne machen. Wir können ja Valentino mit zur Eisdiele nehmen. Dann machen wir das doch. Willst du den Autoschlüssel eigentlich auch mitnehmen? Oh zum ja. Zum Autofahren? Ja, das sollte ich vielleicht tun. Ja, Gollum, wieder zu Hause. Kommen Sie. Zurück. Guck mal, Valentino schläft. Oh, wie süß. Oh Gott. Wie sollen wir ihn gleich vom Paddock holen? Ich würde sagen, wir bringen jetzt erstmal die Pferde raus. Also Gollum und Willow aufs Paddock. Und dann hoffen wir mal, dass Valentino bis dahin aufgewacht ist. Weil er sieht ein bisschen unmotiviert aus. Wie alle heute irgendwie. Oder Valentino, hast du schon Lust? Mich bekommt keiner so schnell hoch. Ich mache gerade ein Mittagsschläfchen. Oh, mein Kopf juckt. Ah, so ist gut hier am Trog. Apropos Trog, wo ist eigentlich mein Futter? Ah, da kommt Hella ja zum Glück schon. Nach dem erfolgreichen Training gibt's für Gollum jetzt noch Mesh mit Mineralfutter und Leinöl. Oder auch Matschepampe. Das schmeckt ihm richtig gut.
Oh, das sieht gut aus. Lecker. Ich habe die Pferdchen jetzt mal hergeholt, denn ich bereite die jetzt vor fürs Paddock. Gollum kriegt jetzt leider immer so eine Fliegendecke drauf, weil er hatte letztens den schlimmsten Hautausschlag, also wirklich so eine allergische Reaktion. Ich kann euch mal ein Foto einblenden, wie er da aussah. Und das wollen wir nicht nochmal. Ich habe irgendwie gleichzeitig aber auch irgendwie ein schlechtes Gewissen, weil es so warm ist. Und das ist natürlich dann auch nochmal Stoff, aber es geht, glaube ich, nicht anders. Weil ich möchte halt nicht, dass er wieder überall diese Pusteln kriegt und dann muss der Tierarzt kommen. Es war einfach an seinem Geburtstag. Ja, die sind wirklich übel. Da ist mir die Decke schon deutlich lieber. Aber muss das Fliegenspray wirklich auch noch sein? Jetzt kommt Trick 17, damit ich das nicht in Gollums Gesicht sprühen muss, mache ich das einfach auf eine Bürste drauf. Ganz viel. Damit die auch nicht in sein Gesicht gehen. Na Gollum, das ist sonst gemein. Ew, stopp! Warum putzen wir denn schon wieder das Gesicht? Es ist zum Glück hier gar nicht anstrengend. Jetzt hör mal auf zu jammern. Kann ich mehr. Ich bin fertig vom Reiten. Ja, frag mich mal. Du konntest ja wenigstens sitzen. Ich musste bei dieser Hitze laufen. Ich hab echt geschwitzt schon. Ne? Und jetzt geht's raus. Also ich finde, du könntest mir mal lieber was abnehmen. Nee. Gollum, ich hab vielleicht meine Bezahlung noch nicht bekommen. Oder die Karre, was für eine Bezahlung? Das Eis. Oh, das kommt gleich. Ja. Wir müssen erstmal die Pferde rausbringen, erstmal die Pferde versorgen und danach uns. Denkst du, Gollum macht Smile ohne ein Leckerli? Ja. Nee. Doch macht er. Nee. Doch, wird er halt machen. Veräppelt. Nein. Und das ich will er auch mich so nicht machen. Veräppeln. Ich will erst das Eis. Hast du dein Pferd im Griff? Nein, er möchte Gras. Doch, finden. Die Weidezeit geht ja auch bald los. So lecker. Komm, na gut. Ich bin ganz neidisch. Ich komm ja schon. Ich komm später nochmal wieder und dann. Wir sind jetzt bei einer halben Stunde. Fahre ich ihn eine halbe Stunde an. Und dann geht's ab nächster Woche auf die Weide. Aber das ist ganz gut. Das Paddock hier ist so im Schatten. Das ist richtig gut. So. Ein schattiges Plätzchen. Ew, wann wird denn hier endlich wieder sauber gemacht? Here I am. Ich werde abäppeln. Ja, was tut man nicht alles? Wuhu, das tut gut. Schön dreckig machen. Dann kann Hella morgen wieder ordentlich putzen. Was ein Leben. Heu essen, draußen stehen und Hella bei der Arbeit zu gucken. Yes! Fertig abgeäppelt. Woo. Tschüss, Gollum. Tschüss. So, mal gucken, ob Valentino noch schläft. Ja. Ich möchte jetzt endlich ein Eis essen gehen. Ich auch. Ist das denn hier Boxenstopp oder was? Ja, die Äpfel hier auf dem Weg, die nehme ich jetzt auch einfach mal mit. Sind zwar nicht von meinem Pferd, aber man kann ja mal nett sein, ne? Ist er denn? Er liegt da nicht mehr. Wahrscheinlich im Häuschen und futtert ein bisschen was. Nee, das ist er nicht. Hallo, na mein Kleiner? Hallo Hella. Wir wollen jetzt zur Eisdiele gehen. Aber er kriegt kein Eis. Sag ihm das doch nicht. Für mich gehen wir zur Eisdiele, damit ich ein Eis bekomme. Ja, aber er kriegt auch eine Waffel. Der hat eine andere Waffel. Hallo? Hör dir das nicht an. Jetzt aber mal nicht frech werden. Ich will da einfach nicht hin. Naja, immerhin werde ich jetzt gekrault. Er liebt es halt in den Ohren gekrault zu werden. Das ist echt merkwürdig. Vorher putzen wir ihn jetzt erstmal noch einmal, damit er schön sauber ist, ne? Okay, okay, das reicht. Meine Ladies schauen doch gerade alle zu. Oh, der Strick ist gar nicht dran. Ja, Leute, manche haben intelligente Besitzerinnen. Und dann kam meine. Komm mit. Nö, eigentlich keine Lust. Ich komme nur mit, weil es zur Eisdiele geht. Heute putzt du alle Pferde woanders, als du sie sonst putzt. Ja, das Ding ist, hier ist Schatten und ich möchte nicht in der prallen Sonne putzen. Oh, hier sind noch Haare von Gollum dran. Das glaube ich jetzt ja nicht. Gollum durfte mein Putzzeug verwenden. Dann putzen wir dich mal. Ich habe ihn gestern so krass sauber gemacht. Deshalb geht's heute, ne? Heute geht's. Dafür, dass er sich da gerade hingelegt hat? Jeden Tag eine Gratis-Massage. Schon praktisch, so eine Besitzerin. Valentino liebt das halt auch immer so unterm Bauch. Ja, da ist gut. Da kannst du ruhig weiter putzen. Was glaubst du, wie oft hast du in deinem Leben schon Valentino geputzt? Ich glaube, das müsste man nicht mehr in Stunden, sondern in Jahren sagen. Ja, ich würde sagen, mindestens ein Jahr lang hast du ihn schon geputzt. Ja, doch, schon sehr viel. Valentino habe ich ja jetzt auch schon 8 Jahre. Was? So lange hatte ich das schon mit euch aus? Und er ist immer noch so klein, obwohl du ihn schon 8 Jahre hast. Ja, er war ja auch schon ausgewachsen, als ich ihn bekommen habe. Ach so. Redet ihr von mir? Mein Körper ist zwar klein, aber mein Ego umso größer. Zack, zack, Beeilung, ich habe heute noch Termine. Wer ist fauler, Valentino oder du?
Also auf jeden Fall Valentino. Hallo? Es kommt immer ganz darauf an, was wir machen. Für Valentino ist heute ein ganz entspannter Tag, weil das Wetter ist heute so warm und er möchte auch ist mal einen entspannten Tag. Ist es heute warm, Hella? Ja, habe ich noch gar nicht gesagt, ne? Nee, endlich mal einen echten Schweif putzen. Es ist so frech. Das ist jetzt Gollums echter Schweif. Also in dem Punkt muss ich Tom jetzt ja wirklich mal recht geben. Dieses Fizzelzeug nennst du Schweif? Ich habe hier den einzig wahren und vor allem echten Schweif. Es macht einfach so einen Riesenspaß, immer so einen Schweif zu bürsten. Oh, ich liebe das. Wie früher mit den Barbie-Puppen. Ja, daran erinnert es einen. Ne, Mopsi? Eine lebendige Barbie-Puppe. Hilfe, Tom! Nein, er ist ein lebendiges Kuscheltier. Das ist jetzt auch nicht unbedingt ein besser. Lebendiges Kuscheltier. Ich würde ihn immer gerne mit einfach in mein Bett nehmen, aber ich glaube, dann bin ich am nächsten Morgen echt platt. Machst du jetzt auch den Trick mit dem Spray auf der Bürste? Ja. Vor allem mache ich das hier bei der Schnute vorne, aber das magst du gar nicht. Ja, Valentinus muss aber. Dein Gesicht muss doch auch sauber werden. Das ist total sauber. Vielleicht kickt er mich hier rein ins Wasser. Gute Idee. Zum Glück haben wir hier direkt eine Eisdiele in der Nähe. Das ist wirklich praktisch, aber gleichzeitig auch unpraktisch, weil man da doch sehr oft dann zu verleitet wird, dorthin zu gehen. Tom, hast du eigentlich Geld dabei? Wieso ich? Das war ja deine Idee. Ja, aber du musst mir doch eine Belohnung kaufen. Ja, ich habe kein Geld dabei. Valentino, hast du Geld dabei? Ich habe schon mein ganzes Taschengeld für Leckerlis ausgegeben. Aber wenn wir ganz lieb bitte sagen, dann gibst du uns das bestimmt aus. Nee, bitte. Das musst du in der Küche dann abarbeiten. Nee. Das hoffe ich mal für Tom. Da weiß man ja auch nicht mehr, was ein Scherz von ihm ist und was ernst gemeint. Wir können nur zur Eissiedle, wenn wir Geld dabei haben. Sonst wäre das ja total peinlich. Ich glaube, Valentino ist viel mehr daran interessiert, die Grashalme hier am Straßenrand zu essen. Ja, die würde er schon sehr, sehr gerne essen. Aber er darf später noch ein bisschen. Später, ja klar. Aber dann ist das Gras nicht mehr so frisch und saftig wie hier gerade. Also ich nehme auf jeden Fall eine Kugel Snickers und Valentino. Ich nehme Schoko. Eine Waffel mit einem Apfel drin. Und ich nehme den Bus. Den da. Ganz schnell weg von hier, denkt Tom sich. Da sind wir auch schon bei der Eisdiele. Du wartest hier und ich hol das Eis. Okay. Wir warten hier. Nur damit du nicht bezahlen musst, ne? Ja. Da kommt der Mann der Stunde. Du hast Valentino gar nichts mitgebracht. Hä? Er wollte eine Waffel. Ja, dann muss er deine Waffel bekommen. Wie frech. Ihr habt mir einfach gar nichts mitgebracht. Nö. Einfach nein. Das finde ich nicht gerecht. Danke, Tom. Was hast du mir mitgebracht? Sogar zwei Kugeln? Ja. Ist das beide Snickers? Nee. Was ist das untere? Probier. Ich kann es nicht sagen. Rocher. Rocher? Mh. Schmeckt mega gut. Ja, du musst deine Waffel mit Valentino teilen. Gib mir auch was. So lecker. Nein, weil ich habe nichts. Der Arme, er hat gar nichts abbekommen. Okay, und jetzt machen wir noch einen kleinen Spaziergang. Ich streike jetzt einfach, wenn ich nichts abbekomme. Hallo. Hier. Lecker. Das hat sich gelohnt. Da bleibe ich gleich einfach nochmal stehen. Komm. Bekomme ich dann noch ein Stück? Jetzt bin ich happy. Das war so lecker. Wir müssen ja immer auf die gute Figur achten, ne? Schaut dir mal die beiden hier an. Also das hier ist wie ein Eisbuffet für Menschen wahrscheinlich. Ja, Valentino will da auch sehr gerne hin. Aber er darf ja gleich auch ein bisschen Gras. Wir haben es gleich geschafft, Mops. Oh, was würde er wahrscheinlich dafür tun, um hier eine Runde zu grasen? Alles, Tom. Jetzt aber schnell. Nach dem Motto, mehr ist mehr. Woohoo! Das macht Spaß. Wollen wir ein Wettrennen machen? Ich wäre bereit. Juhu! Oh mein Gott. Ich bin schneller als der Blitz. Oh, da hängt ja noch jemand am Strick dran. Ups. Fressen, Bockenhuhn spielen. Was wünscht man sich mehr? Heute ist einfach ein schöner Tag. So, ihr Lieben, das war's mit dem Video. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Valentino hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Und abonnieren nicht vergessen. Ciao.